In Abbildung 884, 536 ist der Graph einer Funktion Großf abgebildet. Großf ist die Stammfunktion einer ganz rationalen Funktion f. Geben Sie eine Nullstelle von f im abgebildeten Bereich an. Bestimmen Sie Integral von 1 bis 2 f von x dx. Begründen Sie, dass die Funktion f im Bereich 0,5 x 1,5 streng und umfallen ist. Ja, wir fangen einfach mal an. Also immer dran denken, das ist Groß f, das heißt eigentlich ist die Ableitungsfunktion, also es ist Fragen über die Ableitungsfunktion, die hier zu beantworten sind. Was ist eine Nullstelle von f? Ist eine von f. Ist eine, ja? Extremstelle von Fokus. Jawohl. Das heißt, die Extremstellen haben wir sogar zwei, wenn Sie anschauen. Ja, wir haben eine Extremstelle nämlich hier. Und eine Extremstelle hier. Es ist aber nur eine Nullstelle gefragt. Ich schreibe Ihnen trotzdem beide hin. Das heißt, f hat die Nullstellen x gleich und x gleich. Welche Nullstellen haben wir? Letzte Reihe bitte. X gleich 1 und x gleich 2. Ja, und wie gesagt, wenn Sie ganz nach Aufgabe gehen, lassen Sie eine von den beiden Nullstellen weg. Aber ich mache eben beide, damit man das sieht. Jetzt kommt das Integral von 1 bis 2 f von t dt. Das kann man nach dem Hauptsatz der differentialen Integralrechnung umschreiben in Groß f von 2 minus Groß f von 1. Und das heißt, dann schauen Sie an der Stelle 2, da sehen Sie, da haben Sie den Funktionswert 1. Und an der Stelle 1 haben Sie den Funktionswert 3, also steht hier 1 minus 3 gleich minus 2 da. Das heißt, das ist eine ganz einfache Aufgabe. Übersetzt ist nur, das hier ist wichtig, dass das, was Sie sehen sollen. So, und jetzt steht hier, f ist streng monoton fallend in dem Bereich zwischen 0,5 und 1,5. Ja, jetzt ist die Frage, das klein f ist ja f'. Das heißt, Sie müssen hier von der Ableitung denken und die streng monoton fallen. Wie müssen Sie denn das machen? Oder andersrum, wie findet man denn strenge Monotonie raus? F'x kleiner 0. Kleiner 0. So, und das F' ist ja, wenn Sie jetzt hier schauen, was die Zeichnung angeht, das Groß F2' von x. Groß F2' von x. Was sagt denn Groß F2' von x aus? Ja? Ja, die Wendestellen? Nein, Sie können mit den Nullstellen davon die Wendestellen rechnen. Was sagt Groß F2' von x aus? Wissen Sie nicht? Das hat dann etwas mit der sogenannten Kurvenkrümmung zu tun. Das ist die Kurvenkrümmung. Da habe ich mal ein Standardbeispiel, weil, sorry, ich kann mir es auch nicht richtig merken. Mein Lieblingsstandardbeispiel ist die Funktion x². X² ist eine Funktion, über die wir fast alles wissen. Ja, das ist nämlich nicht Normalparabel, sieht so aus. Und wenn ich x² zweimal ableite, was kommt da raus? Ja? 2. Und das heißt, wir sehen, das ist immer größer 0. Krümmung. Krümmung, über welches Thema, was ist das für ein Thema, Krümmung? Da gibt es noch ein paar Begriffe dazu, ja? Das war ich links und rechts Kurve. So ist es. Und jetzt schauen Sie sich die x² an. Was ist die x² für die Kurve? Wenn Sie hier fahren, in welche Richtung lenken Sie? Links Kurve. So, also Sie sehen, links Kurve. Links Kurve heißt f2' größer 0. Rechts Kurve, also links Kurve, f2' von x größer 0. Bei einer Rechtskurve ist es kleiner als 0. So, und jetzt müssen Sie anschauen, was haben Sie denn hier im Bereich zwischen 0,5 und 1,5 für eine Kurve? Das heißt, Kf ist eine für x zwischen 0,5 und 1,5. Und das sehen Sie hier ganz deutlich, was für eine Kurve haben Sie da? Ja, bitte. Eine Rechtskurve. Und Rechtskurve bedeutet, dass f2' von x in dem Bereich, hier haben wir gesehen, Linkskurve heißt,
größer 0. Also x2' und x kleiner 0. In dem Bereich, also für 0,5 kleiner x kleiner 1,5. So, und das bedeutet, daraus folgt, dass, weil der f2' kleiner 0 ist, folgt daraus, dass f' gleich klein f streng monoton fallend ist. Also das heißt, mit der, also in dem Bereich für 0,5 kleiner x kleiner 1,5. So, also nochmal, ganz wichtig, das war auch der schwere Teil der Aufgabe. Sie müssen sich dessen bewusst sein, dass Sie hier über die Kurvenkrümmung argumentieren müssen. Und Sie müssen bei jeder von dieser Aufgaben über das Groß F argumentieren. Sie dürfen nicht über das Klein F argumentieren, sondern immer sagen, ich sehe bei Groß F eine Extremstelle, also hat Klein F eine Nullstelle. Ich sehe bei Groß F den Funktionswert so und so, damit ist das Integral das. Ich sehe hier bei Groß F eine Rechtskurve, damit folgt, dass das kleiner Null oder streng monoton fallen ist. Gibt es Fragen zu der Aufgabe?